Philipp. Abschlusstraining zum letzten Spiel vor der Winterpause. Ja. Noch ein Kracherspiel. Auf jeden Fall. Gegen direkten Konkurrenten, gegen Randersacker. Am letzten Wochenende haben beide Mannschaften, ihr und Randersacker, 6 Tore gemacht. Ja. Erwartest du ein torreiches Spiel am Sonntag? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich vor allem auch mal die letzten Spiele von Randersacker anschaut, da auch gegen Rimba haben sie, glaube ich, 12-1 oder so gewonnen. Also die legen gerade richtig gut los. Ja. Haben auch viele gute Torschützen dabei. Wenn man sich mal so die Torschützenliste anschaut, haben sie echt so mit Jens Müller und Jeffrey Karl, wie es alle heißen. Der führt mit 17 Treffern. Genau, die haben ordentlich in den letzten Zeit Buden gemacht. Deswegen, da warte ich auf jeden Fall ein Spitzenspiel mit ganz vielen Toren. Wir hatten ja jetzt auch ein Abschlussspiel angesprochen. Wir versuchen natürlich erstmal schön die Null zu halten, bestmöglich. Wird nicht einfach, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall gut eingestellt. Haben es in den letzten Spielen auch selber, wie gesagt, ein paar Tore gemacht. Deswegen, da warte ich auf jeden Fall ein richtig heißes Spiel. Ein Tor mehr reicht ja. Ein Tor mehr, ganz genau, ganz genau. Wir müssen einfach nur das eine Tor mehr machen. Ob es am Ende dann 6-5 für uns wird, ist auch okay. Ja. Aber auf jeden Fall wichtig wäre direkter Vergleich gewinnen. Ja. Würde sich am Ende das so auf jeden Fall auszahlen und vor allem oben dran bleiben. Das ist auf jeden Fall die Devise fürs Spiel. Du bist der beste Torschütze der DJK zurzeit mit bisher 13 Treffern. Was hast du dir denn für Sonntag vorgenommen gegen deinen direkten Konkurrenten in der Torschützenliste? Ach du, Torschützenliste, ich sag's mir immer spaßeshalber, ich will natürlich möglichst weit oben stehen, wenn man schon mal dabei ist, aber letztendlich ist einfach die Mannschaft natürlich oberste Priorität. Wer am Ende das eine entscheidende Tor schießt, vollkommen egal. Wir haben mittlerweile ganz viele Torschützen, die so gar nicht erwartbar waren, zum Beispiel auch Tobias Barber, der jetzt da mittlerweile aufholen, glaube ich, auch schon 7 oder 8 Buden gemacht hat. Also ja, vor allen Dingen ganz sicher Elfmeterschütze. Ne? Richtig, super sicher. Also deswegen, wenn wir Elfmeter kriegen, weiß ich ganz genau, der haut ihn rein. Und deswegen vollkommen egal, wer das Tor schießt. Und natürlich, wenn wir zu Null spielen, können die anderen natürlich auch keine Kau nicht weiter hochrutschen in der Torschützenliste. Deswegen alles gut. Also du erwartest ein sehr torreiches Spiel, auch ein kampfbetontes Spiel? Auf jeden Fall. Ich glaube, das Wetter gibt es auch her. Es ist jetzt halt einfach mittlerweile dann doch auch November. Da ist es halt schön, meistens ein Acker. Aber das Wetter soll am Sonntag recht gut werden. Soll gut, okay. Mit das ist ja schon Sonne mal. Und 13 Grad. Okay, dann glaube ich, da können wir auf jeden Fall ganz gut Fußball spielen. Bin gespannt, was die Gegner auch an Leuten mitbringen. Die, glaube ich, haben einen relativ großen Kader auch. Wer am Ende spielt, ich meine, für uns ist es egal. Wir nehmen das, was kommt. Sind selber gut eingestellt und da kann eigentlich gar nichts passieren. Wie seid ihr aufgestellt am Sonntag? Mit wie vielen Leuten? Ich habe noch nicht, also die Liste haben wir noch nicht genau durchgeschaut, aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir die 11 Leute auf jeden Fall zusammenbekommen. Also das Hinspiel war ja knapp, da hatten wir glaube ich nur 10 Leute, mussten sogar aus der zweiten Mannschaft dann noch irgendwie auffüllen. Deswegen tick besser als Hinspiel. Aber natürlich so mit Erkältungswellen geht natürlich auch rum, deswegen müssen wir gucken, dass wir da auf jeden Fall das Bestmögliche dann rausholen. Aber da habe ich keine Bedenken. Wenn man sich das Hinspiel anschaut, da haben wir auch quasi mit 10 Leuten am Ende gewonnen. Deswegen gar kein Stress. Ja, die Winterpause wird dann mit einem Spitzenspiel eingeläutet. Ja, ja, dann wünsche ich euch natürlich einen Sieg am Sonntag. Ich hoffe mir natürlich auch. Ja. Ich freue mich darauf, euch wieder spielen zu sehen und hoffe wirklich auf ein tolles Spitzenspiel, weil danach ist Ruhe. Also man kann noch mal alles rausholen, alles geben. Deswegen auch hoffentlich viele Zuschauer im Spitzenspiel. Vielleicht schaut sich der eine oder andere an. Ja. Also kann man auf jeden Fall nichts falsch machen am Sonntag, wenn man sich das mal anschaut. Nein, ich glaube, das wird sich wirklich lohnen, am Sonntag dabei zu sein. Genau. Also ich danke dir. Ja, ich habe auch zu danken. Erstens, dass du auch am Sonntag dann wieder filmen wirst. Ist immer richtig klasse, die ganzen Aufnahmen. Da kann man sich auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal schön die ganzen Highlights anschauen. Ist auf jeden Fall immer toll von dir. Also da schon mal vielen Dank im Voraus. Danke, Philipp. Wir spielen am Sonntag Vollgasfußball. Wir verstecken uns nicht, wir sind zu Hause und dann kann Randersacker zeigen, mit ihrem großen Interview, was sie gegeben haben, die haben eine Big-Rechnung mit uns offen, können sie am Sonntag gerne hierher kommen mit 20, 25 Mann von mir aus und dann können sie zeigen, was sie können. Und dann holen wir uns am Sonntag unsere wohlverdienten 3 Punkte, gehen in unsere wohlverdiente Winterpause und stehen auf Platz 3 da oben und grüßen von der Sonne. Auf geht's. Und Männer. Geld auf Tor.
Wer ist wir? Die Fangglück nie. Ja, schalten. Ja, gut. Wir haben ja auch.
Komm ein bisschen, komm ein bisschen. Ali, komm. Ali tiefer. Erstmal Thomas, Johannes. Jawohl. Gut, Papa, Papa. Gut so. Zeit. Komm. Fest. Hast Platz, hast Platz. Zum Ball. Jawohl, ja. Hier, spiel hier. Jetzt muss man Schulter, Papa. Schulter, Schulter. Zwei, drei. Weg, weg. Sauber. Weiter, weiter. Oh, Schade! Zeit, Zeit, Zeit! Doppel, doppelt für vorne! Ja, Fall! Ja, 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 was will er denn jetzt schon? Aber hält immer so fest. Ich mach mal weg. Ja, schön. Schönster Angriff bisher. Sehr gut. Yes, yes, yes!
einer. Nochmal! Hinter, hin! Schade, schade! Lothar, Lothar, komm! Ja, 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 ja! Gut so, Lothar! Ja, genau. Ja, ich mich schon. Komm, 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 komm
Geil, Alex. Stark, Baba! Ruhig, bitte, Körper rein! Lass die Bauern! Hey! Lass bitte Vorteil. Thank you.
komm. Genau die Aktion brauchen wir. Ja, aber so muss man mal denken. Komm, mach weg. Alles okay, alles okay. Take your love.
Klasse. Change.
Der Luis hat, glaube ich, 5 Spiele. Komm, Chef! Der Endstand vom Tor hat Hoffnung? Immer. Gut. Aufs Spiel konzentrieren jetzt. Jawohl. Am Ball. Und der Gegner. Okay. Na, ich werde es nachher im Computer sehen. Der Schiri ist relativ hoch. Das ist schon mal. Das ist. Kann an seiner Leistung bisher nichts aussetzen. Wie gesagt, das Foul habe ich nicht gesehen. Das ist eine Frechheit, ne? Gelb! Meine Fresse! Taktisch! So ein Affe! Nee, ist ein Mensch. Man sollte es aber meinen. Ich stamme von Affen ab. Ja, aber deswegen ist er trotzdem kein Affe. Also, wenn man einen Taktisch kommt, dann gibt es die gelbe Karte. Wahnsinn.
Helft ihm mal jetzt, ey! Jawohl, Fred! Ohne Fall! Sauber! Freistoß! Jawohl, nimm ich mir! Nein, ey! Jungs, passt auf die kurzen auf! Jochen! Jochen! Der Jolota! Raus! Was ist los, Lotha? Stop!
Thank you.
Aus dem Spiel. Wir haben drei gute Verteidiger auf der Bank. Oh, oh, hey, hey, hey. Wo ist langsam, langsam. Gut. Dennis, bleib du, lass dich fallen. Für was für einen Verein wird das geschrieben? Gesagt. Ja, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wir waren ganz gut im Spiel gewesen. Ich wusste, dass DJK auch gut drängt und dann halt auch zumindest auf jeden Fall mal für ein Tor gut ist. Wir haben uns dann zweite Halbzeit immer dann, glaube ich, den Ball gut laufen gelassen. Erste Halbzeit noch viele Chancen vergeben. In der zweiten haben wir dann das eine oder andere Tor dann gemacht und wir sind mega froh. Ja, ist auch ein verdienter Sieg anhand der Spielanteile, denke ich. Ja. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber ihr habt so viele Chancen in der ersten Halbzeit vergeicht. Also von daher geht das Ergebnis dann letztendlich doch in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, das Ergebnis geht in Ordnung. Vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. Die hat gerade auch eine ordentliche Mannschaft. Mhm. Sie sind auch verdient da oben. Ja. Wir sind auf jeden Fall mega happy, hier gewonnen zu haben. Hinspiel war schwierig, jetzt hier auswärts gewonnen. Jetzt können wir beruhigt in die Weihnachtsferien gehen. Dann genießt Lebkuchen und Glühwein. Danke. Und dann überwintert gut. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Danke. Ich danke dir. Also Männer, ja? Wir haben, Jungs, Ruhe. Wir haben heute einen überragenden Sieg eingefahren. Ja, wir sind 2-0 verdientermaßen in Führung gegangen. Beim 2-1 haben wir ein bisschen gezittert. Ja, haben wir uns das Tor wieder selbst hinten reingelegt durch den Elfmeter. Passiert, wir sind gut zurückgekommen, haben verdient gewonnen. Jetzt haben wir uns die Winterpause auch verdient. Ja? Und wir sehen uns dann in alter Frische wieder im Februar. Nico, jetzt zu deinen Jungs. Auf unseren Sieg! Ein dreifach kräftiges! Heben! Hurra! Heben! Hurra! Heben! Hurra! Schuss! 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 Hier regiert die SGR! Hier regiert die SGR! Hier regiert die SGR! Hier regiert die SGR!
Ja, Captain. Am Donnerstag noch sehr zuversichtlich für das Spiel heute beim Abschlusstraining. Ja. Dann sind noch einige erkrankt. Ja. Der Philipp Clemens, der so heiß war aufs Spiel, konnte heute nicht spielen. Und ja, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, der Fips tut natürlich weh. Top-Torjäger. Ja. Spielerisch ist ja eine Granate, das tut natürlich echt weh. Ja, wir haben richtig schwer reingefunden, obwohl wir uns eigentlich ganz gut warm gemacht haben, waren wenig in den Zweikämpfen, haben wieder wenig kommuniziert und dann haben wir es echt mit Glück, ja, dachte ich, jetzt gehen wir in die Halbzeit, dann fahren wir alle mal runter und natürlich dann vor der Halbzeit das eine Gegentor, natürlich echt bitter. Und ja, das war ein schönes Geschenk. Ne? Ja, natürlich, absolutes Geschenk. Dann machen sie es 2-0, dann sind wir plötzlich durch den Elfer wieder da. Tolles Tor, richtig schön rausgespielt, aber auch wieder sehr passiv von uns. Ja. Dann machen wir das 2-1 durch den Elfer, individuelles Ding. Und dann sind wir eigentlich da, haben Chancen, Jojo auch nochmal eine gute Chance. Ja, und dann das dritte und vierte war natürlich dann bitter, aber das war verdient. Also Randersacker war besser, muss man ganz klar sagen, für uns hat es heute nicht gereicht. Aber wie es der Coach gerade gesagt hat, wir sind Vierter und das nehmen wir mit in der Winterpause. Letztes Jahr haben wir gegen Abstieg gespielt, jetzt sind wir Vierter. Das ist doch vollkommen okay. Ja, nach dem 2-1, wo ich gedacht habe, okay, es wird nochmal spannend, da wurde es dann sehr zerfahren. Ja, ne? Also der Spielfußball bei beiden Mannschaften völlig weg. Absolut. Und nur noch klein-klein und rumgemeckere und rumgeeiere. Ja. Und mit dem 3-1 war mir klar, das war's. Ja, das 3-1, da haben wir dann, glaube ich, noch 12 Minuten zu spielen oder sowas. Dann haben wir mich nochmal auf die 8 gesetzt. Aber da stand schon 4-1, da war es dann auch egal. Ja, haben wir dann viel die Bälle hin und her gekickt, Randersacker ja auch. Die haben verdient gewonnen. Absolut, und das sehe ich auch. Jetzt gehen wir alle in die Winterpause. Ich habe mich gefreut, dass du da warst, Peter, das war überragend. War eine wunderschöne Hinrunde jetzt und jetzt alle gesund bleiben und dann sehen wir uns nach der Winterpause wieder. So ist es. Also Glückwunsch zu dieser tollen Hinrunde. Jawohl, danke. Vierter Platz und die ersten vier sind weg da oben. Ja. Wenn ihr jetzt nicht dumm werdet in der Rückrunde, könntet ihr noch mal versuchen anzugreifen, aber ihr spielt auf jeden Fall oben mit. So ist es. Das ist richtig klasse. Absolut, so ist es, genau. In diesem Sinne. Jawohl, vielen Dank, Peter. Kommt's gut durch die Winterpause. Jawohl. Danke dir.